heute kommt von mir ein Favoritenvideo aus diesem Monat. Und zwar geht es heute um Beauty und Lifestyle. Und zwar kann ich euch heute auch noch etwas verlosen, auf das ihr euch auf jeden Fall sehr, sehr freuen könnt. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn dort werde ich euch das vorstellen. Aber zuerst beginnen wir mit dekorativer Kosmetik. Und zwar habe ich so ein paar Favoriten, die ich diesen Monat wirklich geliebt habe. Ich werde euch gerne nochmal so ein Alltime-Favoritenvideo drehen. Und zwar würden die beiden da auf jeden Fall vorkommen. Das ist zum einen diese Catrice The Giant Mascara, die kennt ihr bestimmt alle. Die ist waterproof und das Bürstchen sieht so aus. Ich würde sagen, so wasserfest ist sie nicht. Also wenn ihr mit der schwimmen geht, dann kommt schon so ein bisschen hier unten an den Rand. Also Maybelline Mascaras sind in Sachen wasserfest auf jeden Fall besser. Aber so für den Alltag finde ich die wirklich super. Die macht wirklich super voluminöse Wimpern. Davor einfach mit meiner Rossmann Wimpernzange einmal die Wimpern biegen, dann damit tuschen und dann habt ihr wirklich einen wunderschönen Wimpernaufschlag. Und die kostet auch nur 4 Euro bei DM oder halt bei Rossmann, wo auch immer ihr Catrice bekommt. Und die werde ich mir auch auf jeden Fall nachkaufen, wenn sie mal leer wird. Und dann habe ich mal einen ganz alten Bronzer hier mal wieder benutzt. Den habe ich in meinem ersten Geburtstagsgeschenke-Video gezeigt. Den hat mir mal meine Schwester geschenkt. Und ja, das ist dieser Terra del Sol, den gibt es bei Douglas. Und zwar ist es von der Marke Bellissima und das ist die Farbe 2. Das ist hier einfach dieser ganz normale Bronzer. Ist aber wirklich eine wunderschöne Farbe, ist nicht zu stark, besonders momentan. Im Winter ist das halt schon eher wieder dunkler, aber momentan ist das wirklich ein super Bronzer. Ich benutze ihn halt immer so ein bisschen erst als Kontur und dann verblende ich den so ein bisschen in das ganze Gesicht, einfach um das Gesicht so ein bisschen aufzuwärmen und noch bräuner zu machen. Dann habe ich meinen neuen MAC Concealer geliebt und zwar ist das der MAC Pro Longwear Concealer. Den habe ich mir ja zum Geburtstag gekauft und was ich daran nicht mag, der hat einen Pumpspender und dadurch ist das hier alles immer total eingesaut, plus der Deckel. Ich habe den in der Farbe NW25, ist relativ dunkel. Wenn ich wieder heller werde, wird der mir nicht mehr passen. Aber momentan passt der mir noch. Also wenn ich heller werde, muss ich mir dann wieder einen neuen kaufen. Und dann habe ich als letztes noch an dekorativer Kosmetik den Essence Lippenstift in der Farbe 05 Dare to Be Nude. Und zwar ist das hier einfach so ein schöner braun Nude-Ton. Wie ihr merkt, ich habe eigentlich diesen Monat eigentlich immer Nude getragen. Auf den Lippen, auf den Wangen, auf den Augen. Ich habe es irgendwie einfach geliebt, einfach so braun nude zu sein. Also ich weiß nicht wieso. Sonst bin ich auch eher so ein bisschen der Schimmertyp. Aber eigentlich habe ich so, Ende dieses Monats habe ich wieder relativ viel Highlighter verwendet. Aber sonst war ich eigentlich immer nur mit Bronzer und halt so nudigen Sachen. Und ja, das ist jetzt auch schon das an dekorativer Kosmetik. Und dann habe ich ein Bodyspray. Ich liebe ja Bodyspray. Und das ist von Hollister, das Kristen Boy. Und ich sage euch, das riecht so, so gut. Und das ist einfach total fruchtig, sommerlich und passt momentan einfach perfekt. Was ich sagen kann, ich bin allgemein nicht so der Hollister-Fan. Also ich habe da gar keine Klamotten von. Das ist mir alles einfach extrem zu teuer. Und so schön finde ich die Sachen nun auch nicht. Außer eine Jeans wollte ich mir gerne mal davon holen, weil ich finde, die sind wirklich sehr, sehr schön. Ja, auf jeden Fall habe ich halt zwei, beziehungsweise ich habe 3 Bodysprays. Eins benutzt momentan meine Schwester. Aber das ist das Kristen Boy. Das Laguna Beach mag ich auch relativ gerne. Aber das hier mag ich noch lieber. Ja, deswegen habe ich das diesen Monat eigentlich immer durchgetragen. Einfach so ein bisschen als Parfümersatz, falls man einfach bei so heißen Tagen keinen Bock auf Parfüm hat. Weil Parfüm ist ja doch immer relativ schwer. In Sachen Fashion kann ich euch heute 2 Sachen zeigen. Und zwar zuerst dieses T-Shirt von Choice. Das ist so ein schönes Crop-Shirt, gestreift. Und ja, ich mag das einfach total gerne. Das habe ich euch schon im letzten Video gezeigt. Online-Haul, das werde ich euch nochmal in die Infobox verlinken. Auf jeden Fall sieht das so aus. Und ja, in dem Video zeige ich euch das auch getragen. Also ich mag das wirklich sehr gerne. Ich kann euch den Direktlink auch nochmal gerne in die Infobox schreiben. Und ich finde diese Oberteile eben wirklich sehr dem, dass ich auch gerade trage. Und das hier kostet, ich glaube, 30 Euro und das hier kostet umgerechnet so ungefähr 15 und ich meine, das ist schon ein Riesenunterschied und deswegen würde ich mal bei Choice auf jeden Fall nach Crop Shirts gucken, weil das hier ist von American Apparel, das habe ich auch wirklich extrem gerne getragen. Das geht halt auch so bis hier, hat wirklich auch eine sehr gute Croplänge, ist auch sehr eng, so wie das von Choice halt auch, mag ich wirklich sehr gerne. Und dann habe ich als Fashion-Teil hier noch eine Lederjacke und zwar ist das die aus der H&M Kinderabteilung, die ist leider nicht mehr aktuell. Das tut mir auch immer extrem leid, weil ihr alle die immer so toll findet, weil die gibt es leider nicht mehr. Die ist hier in der Größe 164, ja, das ist halt diese Lederjacke, ich liebe die wirklich.
Und ja, also die hat auch damals nur 30 Euro gekostet. Und sonst kosten Lederjacken ja immer so 40, 50. Als letztes geht es dann zu der Verlosung. Und zwar habe ich von pokermax.de, den Link werde ich euch nochmal in die Infobox schreiben. Das ist eine Seite, die halt Postkarten verkauft. Es gibt eine App davon, über die werde ich euch gleich noch genauer was erzählen. Ihr könnt aber auch auf der Website Postkarten im Set bestellen, je nachdem, was ihr halt wollt. Aber heute geht es halt um die App. Das ist die App Pokermax, die könnt ihr auf www.pokermax.de herunterladen, aber ich bin auch einfach nur in den App Store gegangen und habe sie von dort aus runtergeladen. Ihr könnt die aber auch von der Website herunterladen. Das Besondere daran ist, dass ihr auf einmal die Postkarte an mehrere Leute verschicken könnt und das werde ich euch hier jetzt auch einmal so einblenden. Einfach auf die Namen der Empfänger. Dort kann man die einfach ganz einfach hinzufügen. Ich werde euch das hier auch, wie gesagt, einblenden und man kann dort ganz einfach das Guthaben für Karten aufladen und man bekommt dann auch einen Mengenrabatt. Und die Karten könnt ihr einfach weltweit verschicken und die werden auch möglichst nah am Zustellungsland gedruckt. Also zum Beispiel in Deutschland und in den USA und bald sogar in Skandinavien, Südamerika, Asien und Australien. Also das finde ich auch relativ interessant. Da wollte ich nochmal auf jeden Fall Danke sagen an Pokermax, weil ich kann jetzt 3 Gutscheine über jeweils 10 Karten verlosen, was natürlich super cool ist. Ich habe selber halt schon Postkarten verschickt und ich kann sagen, die Empfänger haben sich wirklich sehr, sehr gefreut. Wie gesagt, 3 Leute können gewinnen. Dafür schreibt ihr mir einfach einen Kommentar, in dem irgendwie Pokermax vorkommen sollte. Es ist egal, also das ist jetzt auch nur so, damit ich weiß, wer das überhaupt gewinnen möchte, weil später denkt ihr euch so, was soll ich mit Postkarten? Also einfach nur, wer es gewinnen möchte. Ich habe jetzt eben mein Outfit gewechselt. Ist egal, auf jeden Fall solltet ihr halt die Einverständnis eurer Eltern haben. Steht alles nochmal in der Infobox. Ich muss jetzt auch schon weg. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!